Hallo zusammen und willkommen bei Stationeers, dem ultimativen Let's Play. Wir haben keinen Strom. Wieso haben wir keinen Strom? Ah, wir haben Strom. Wir haben nur die Lampen abgeschaltet, genau. So. Wir haben ja letztes Mal noch ein bisschen wegen der Wassersituation figuriert und dann festgestellt. Naja, apropos feststellen. So, dass man hier 520 Liter hat, aber kaum Druck. Und jetzt ist so, Wasser. Wasser wird nie groß in den Druck hineinkommen in den Tanks, sondern da sind halt die Liter entscheidend. Und jetzt, wenn man einen Tank anschauen vom Wasser. Atmosphäre. Muss man mal schauen. Darum sind ja, gibt es ja verschiedene Tanks, weil da isolierter Flüssigkeitstank klein. Den haben wir, ja. Und der steht Volumen 6000 Liter. Ja? Also es sind es ist kein Maximaldruck, sondern Maximalvolumen. Ja? Jetzt aber, ja. Müssen wir schauen, wie wir das Volumen auslesen können. Jetzt sind wir Steuerung. Wir sind in der wir haben den Chip Steuerung 2 und Steuerung 2. Jetzt gehen wir da rein, Edit. Und ich wollte mal. Ich will mal hier. Volatile. Kann ich so? Nein. Kann ich so? Scheiße. Wie kann ich den Alias ausschreiben? Punkt. Volatile Temperatur kommt ins, ins. Das müssen wir noch kurz korrigieren. Das wird ja hier. Register Volatile Temperatur. He? Ctrl C. Oh. Ctrl V. Ah, nee, darum haben wir es nicht gemacht, weil wir hier natürlich keinen Platz haben. Na ja gut, wir lassen es so, wie es ist. Wir haben es jetzt einfach so geschrieben. 2, 2, Edit. So. Nein, weil wir wollen nicht mehr. 2, 2, Export. Okay. Jetzt wollen wir mal kurz. Sind wir hier auf dem Display? Haben wir es hier? Da ist Display. Ja. Wir wollen mal kurz den Wassertank. Machen wir 3 Schritte runter. Ich hoffe, wir haben das erledigt. Die letzte Mal haben wir noch an der Klimaanlage oben figuriert. Wie verrückt, hä? Ich hoffe, dass das jetzt seinen Sinn hat. Gut. Wir wollen jetzt einfach mal hier was ausprobieren. Wir wollen da den Hash nehmen. Und Ratio Maximum. Ratio Wasser, Ratio Volatiles, Ratio Paluten. Das sind Prozentzahlen. Volumen, hä? Gut. Wir wollen jetzt den auslesen. SBN, den Hash vom Wassertank. Der heißt, so viel es ist, haben wir den auch A2O benannt. Und dann wollen wir. Volumen und das schreiben wir ins Register 0. Und hier lesen wir es aus und geben es da bereit. Bestätigen. Wir sind in der 2. Genau. Export. 288,15. Wenn ich jetzt aufs Dach gehe. Will ich kurz schauen.
Ich habe wieder keinen Akku dabei. Gut. Komm, wir tauschen mal kurz den. Ne? Sind das 135 Liter? Ich weiß es nicht. Gut, wir haben 7,15 Kilomol Inhalt. Da wären 7500 Mol. Und Mol, das geht doch auch wieder nicht auf. Hä? Aber wir hätten jetzt gescheiter rasch noch mit dem anderen Clip gelesen. Vielleicht hätten wir da mehr Erfolg gehabt. Vielleicht hätten wir hier. Wir müssen den richtigen Wert finden. Pressure, Temperatur. Ja, alles egal. Maximum 100. Was heißt das? Total Mols. Siebentausendfünfhundert Mol. Volume of Liquid. Puh. Sind wir jetzt schon massiv drüber oder haben wir noch Reserve? Und wieso sehe ich denn hier Volumen nicht? Da, Volumen. 6000. Kommt immer ein bisschen was dazu von der Recyclinganlage, ja? Das funktioniert schon. Warte mal, wir fahren mal Wiki wegen Wasser. Mol per Liter 55, hä? Also wir haben 7000, oh, jetzt wieder Rechner, hä? Warte mal. Was haben wir? 7500. 7500 geteilt durch 55,6. Das sind 135, hä? Also das wäre, also 134. Und dann wäre es aber dann Volume of Liquid. Warte, aber wieso haben wir denn? Ah, wir haben ja das Gesamtvolumen, aber das Gas interessiert ja uns nicht. Wir wollen ja das Liquidvolumen haben. Genau. Das hier ist das Entscheidende. Das Gasvolumen wird erst Problem, wenn da Temperatur da ist. Warte mal, Edit. Also, Volume of Liquid. Wie nennt sich das? Volumen? Hier steht es natürlich nicht, hä? Dann steht es eventuell hier. Nein, warte mal. Volumen OF mit groß geschrieben. Was habe ich jetzt wieder verraten? Muss man da auf. Wo habe ich denn meine Schreibfehler? Ah, ein Stück Brot, ich sag's euch. Der ist natürlich auch groß. Ah, und er reagiert nicht. Hä? Wieso denn jetzt? Mit D am Schluss. Ah, mein Gott, ich bin ein absoluter Legastheniker. Gut, bestätigen. Wir sind auf dem Clip 2. 2-2 Export. Hä? Okay. Das ist das, was wir brauchen, hä? Als Grenzwert und nicht das andere. Hä? Okay, jetzt Edit. Das heißt, wir haben ja den H2O, das kopiere ich mal raus.
damit ich mich nicht vertippe. Ja, so gut. Okay. Jetzt, wir sind hier bei der Steuerung 2 und wir prüfen ja hier irgendwo das H2O. Warte mal, da. Ein H2O. Gut. Wir prüfen ja den Ausgang. Pressure Output 2. Das interessiert uns ja nicht. Uns interessiert eigentlich wirklich der vom Wassertank. W-Tank. Und dann, oh, mal Pause drücken. Dann nehmen wir den Hash und kleben ihn hier rein. Gut. Das ist der. Und jetzt hier beim H2O wollen wir nicht den. Also wird der Output 2 geprüft. Sondern wir wollen hier. Das hier, nein, genau nicht das. Also, wir wollen. So. Oder C, hier wollen wir eben die Volume of Liquid und der W-Tank mit dem Hash H2O prüfen. Und dann ist es aber nicht P, sondern. Stimmt, wieso P? Ah, wir haben den falsch erwischt. Wir haben den falschen erwischt. Wir brauchen vom. Also noch. Ah. Der feine W-Tank, genau den hier. Hier rein. So, gut. Dann H2O. Wollen wir H2O? Warte mal, wir machen mal bestätigen, dass wir, falls wir es wieder chillen, wollen wir hier am Ausgang 1, also am Output. Nein, nicht das hier, sondern das hier vom W-Tank. Und wir wollen nicht Maximum Pressure, sondern Maximum Volumen. Und da geben wir auch 9500, wollen wir. Hashtag. 1500 Liter. Liter. Maximales Volumen, hä? Gut. Dann A2 Max P, sondern Max V. Okay. Bestätigen. Export. Wir haben ein Problem. Zeile 117. Edit. Wieso haben wir da ein Problem? Also ich will es ja eh nicht mehr haben, eigentlich bestätigen. Export. Jetzt hat das gefressen.
Ja, wenn die Temperatur zu hoch ist. Gut, jetzt wollen wir noch in der. Gut, also jetzt haben wir mal. Jetzt müssen wir auf diese Erkenntnisse hinab. Müssen wir noch einiges erledigen. Also, wir haben. Ich gehe mal durch und dann haben wir viele Sachen. Wir haben. Den Filter haben wir. Okay. Dann haben wir noch das Problem beim Eisquascher und wir haben noch das Pro den Kondensator haben wir auch. Gut. Wir machen mal Kondensator. Also, wie heißt der? Kondensationskammer. Chamber. Okay. Kommt nicht. Hier kommt's. Kondensationschamber. Das ist das Ding hier. Gut. Das ist der Hash. Okay, den brauchen wir. Also, Edit. Wir sind noch in der Steuerung von der Filteranlage. Dann. Klimafilter machen wir hier rein. Konden. Ctrl-V. So, genau. Und jetzt wollen wir hier bei der Prüfung vom H2O wir prüfen ja hier H2O und setzen dann hier abhand vom Wert den Filter. Und jetzt machen wir SNB. Wir machen einfach wir haben dieselbe Prüfung und setzen einfach den Konden genau auch auf on. So. Bestätigen. Export. Und jetzt sollte der. Der hat es nicht. Der hat es nicht genommen. Wieso nicht? Wir brauchen eine Batterie. Hunger, Durst, alles. Okay, zuerst Batterie. Wieso, wieso, wieso? Hey, mach mir nicht Zwang, du hast ja ein On. Verdammt. Ah, wir haben ihn nicht angeschrieben. Genau, jetzt ist klar. Warte mal. Wir brauchen das hier noch. H2O. Jetzt bestätigen. Ah, jetzt funktioniert's, hä? Aus, aus. An. So, gut. Und jetzt wollen wir vielleicht noch. Wir können ja hier noch zwei, drei Sachen regeln, hä? Wir wollen hier. Den hier, Edit. Den Cond. Wollen wir vielleicht, das machen wir gerade am Anfang des Main. Und da die Filter machen wir auch erst hier. Wir setzen es hier. Und wir sagen dem. Ja, bestätigen. Was sagen wir dem? Setting 5000, genau. Das ist das, was jetzt hier eingestellt ist. Ich weiß nicht, ob es drauf ankommt. Hab keinen Plan. Bestätigen. Export. So, gut. Jetzt können wir auch hier nicht mehr rumdrehen. Jetzt geht er wieder auf die Standardposition. Jetzt wollen wir es kurz testen.
Wir nehmen aber nicht das Rohr da oben raus, sondern jetzt nehmen wir diesmal das Rohr raus. Kilopascal, er saugt es leer. Es ist gut, dass der einfach ausschaltet, wenn es zu heiß ist. Und die anderen laufen einfach durch, das ist schon gut. Muss ich kurz schauen. Ja. Komm, drück einfach so leer, bitte. Ja gut, jetzt ist es zu heiß und er kühlt es nicht mehr. Ah, wir können es so nicht testen, hä? Ah, wir können es so nicht testen, Mist. Gut. Aber eigentlich nicht gut. Weil... Weil dann laufen ja... Jetzt hat es zu wenig durch. Gut. Wir haben es hingekriegt. Okay. Aus, aus, aus. Ja, aber das müssen wir eventuell noch... Und jetzt schaltet sich das Ding auch wieder ein. Ja, genau so muss es sein. Aber dann müssen wir... Oh, das müssen wir eigentlich auch noch irgendwie lösen, hä? Da. Da. Wir können den Grenzwert. Wir haben natürlich einen Grenzwert gesetzt von 0. Hä? Ja, wir haben noch 15. Haben wir denn einen Grenzwert? Minimum Pressure. Da. Ja, wir haben den genommen, den Befehl. Und der ist jetzt einfach 0. Also SGT nehmen und dann... Ja, eigentlich wollen wir wirklich leer saugen, auf 0. Damit wir da in den Leitungen nichts kondensieren haben. Oder dass es kein Wasser gibt. So, wir sind ja unter 10. Kondensiert so oder so nichts. Na gut, aber dann haben wir einfach später wieder das Problem. Dann hüpft er einfach um 10 herum. Ist auch doof. Ja gut, jetzt hat er einfach nicht leer gesaugt, weil die Temperatur zu hoch war. Praktisch gesehen wird die Temperatur irgendwann schon tiefer kommen. Wir lassen es mal. Wir lassen es mal. So. Bestätigen. So. Gut, wir trinken mal, sonst der nervt mich. Sonst des Todes. Bis wir da. Mach immer die Nini. Trinken bitte, trinken bitte. Wir müssen dann. Wir haben noch 15 Stück. Gut. So. Jetzt noch trinken. Genau. Wir essen unsere Kartoffel. Genau. Wow. Die hat 0%. Wieso?
Komisch. Dann müssen wir rein, hat sie 0,00001% und dann bleibt sie noch erhalten. Ne? Super. So ein geiles Spiel. Gut. Jetzt müssen wir aber noch Zauberei betreiben. Wir müssen. Gut, jetzt haben wir den, haben wir die Filter. Gut, theoretisch gesehen ist die Filterreihe fertig. Also wir widmen uns dieser Folge eigentlich komplett dem Wasser. Also, wir müssen die Anzeige anpassen. Wir haben da nicht wegen Druck, sondern Volumen. Edit. Nein, nicht du. Warte mal. Können wir das mal speichern? Geht nur. Steuerung 2. Bestätigen. Gut. Einfach so bestätigen. Dann exportieren wir. Wir sind um 2, exportieren. Gut. Jetzt gehen wir aufs 1. So. Nein, wir gehen zuerst auf die Überwachung. So. Importieren. Wir haben die Überwachung. Gut. Edit. So, mal Pause. Gut. Wir haben hier die Defines, Maximaldruck, Minimaldruck und wir gehen ja in die Subroutine. Wir gehen ja hier in die Subroutine rein. Und da prüfen wir Maximaldruck, Minimaldruck, Temperatur, Filter. Und dann runden wir das Ding, dass es auf dem Display sauber dargestellt wird. Und jetzt wollen wir das fürs H2O anpassen. H2O. Gut. Also, wir wollen nicht den Druck laden ins Register 0, sondern das Volumen. Wir wollen nicht den Druck, sondern das Volumen ins Register laden. Und das heißt, wir nehmen das kleine Textlein hier und setzen es hier rein. So, gut. Gut, und jetzt haben wir haben ja maximal 60.000 Kilopascal, aber nur 6.000 Liter. Also, damit die Rechnung unten mit den Grenzwerten stimmt. Multiplizieren wir R0 mit R0 mal 10. Hä? Und dann haben wir ja dann am Schluss geben wir es ja hier aus. Also wir machen R0 mal 10. Oder wir setzen vielleicht hierher, damit wir es da sehen. Wir setzen das hierher. Dann werden die Grenzwerte berechnet, dann kommt die Farbe grün, blau, rot und so, bla 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 bla. Und wir kriegen es ja wieder auf dem R0 raus, oder? Der Wert, der gerechnet wurde, genau. Und damit wir dann den Wert sauber haben, dividieren wir R0 mit R0. Und wieder 10. So, dann haben wir am Schluss Liter. Bestätigen. Überwachung, Überwachung, exportieren. Mist. Die 135 werden schon mal stimmen. Edit. Liquid auf Volumen. Ah, wir rechnen ja mit Bar. Da haben wir zu wenige Bar. Gut, da müssen zu Bar sind ja 10-mal weniger, genau. Dann also 100-mal weniger als Kilopascal. Und dann müssen wir hier nochmals multiplizieren und nicht dividieren. So, bestätigt.
Export. Ja. Das wären dann Liter. Gut. Hier ist Druck und hier sind Liter. Okay. Ich möchte das mit der Anzeige doch noch machen. Warte mal. Da wir. Warte mal. Ihr müsst. Warte mal, ich muss kurz. Das haben wir. Gut. Und den Quascher müssen wir dann auch noch definieren. Schalt mal die Anlage ein, bitte. Wir wollen das, das Schild. Wo ist das Schild? Hier, gell? Wie heißt das Ding? Weiß es nicht mehr. So, jetzt mega viele coole Sachen. Da, Schild. Doch. Ah, oh, jetzt produzieren wir doch eins. Spuck's raus. Wir schalten wieder aus. Strom sparen. So. Ah, das ist so doof. Hier können wir es nicht hinsetzen. Oben drüber. Alle Anzeigen eins runternehmen. Ah, das ist auch doof. Ich möchte schon gerne oben haben. Hier unten. Ah, ist alles doof, ich sag's euch. Wieso kann man das nicht übereinander packen? Ah, wir können es an die Decke packen. Warte mal. Ein Kabel ist im Weg. Ja, super. Gut, das gibt es natürlich auch noch. Was ist hier? Ja, gut, da können wir es auch vergessen an die Decke. Ja, gut. Jetzt müssen wir noch den. Das haben wir. Wir gehen nochmals rein. Wir gehen in die Bibliothek. Das war der hier, den wir mal gemacht haben. Muss ich immer neuen kreieren? Was auf breite Überwachung. Kann ja sein, dass wir da mal was kaputt machen. Bestätigen. Überwachung, Überwachung, Export. Okay. Jetzt machen wir noch den Einer Steuerung, Import, weil wir haben ja noch den Quascher, den wir da mit dem Grenzwert noch korrigieren müssen. Hä? So. Wo ist der Quascher? Da haben wir Quascher, Eis, Nitrit, Oxid, Oxid, Wasser. Wasserquascher. Gut. Hier wird er gequascht und dann schaut er im Tank nach, ob es wegen Stickstoff, ob es noch Platz hat. Und dann schaut er nach, ob es im Wassertank hat, im Pressure. Und das ist natürlich falsch, weil wir jetzt Volume of Liquid prüfen müssen, damit wir sicher sind. Also, das wäre das hier. Und hier machen wir mal drei X hin, damit wir wissen, dass es rot ist. Und nicht Max P, sondern Max Volumen. Das heißt, hier haben wir Max P. Max V. Und dann auch 5400. Hashtag 5400 Liter und dann ist es gut. So. Und dann können wir hier unten Max Volumina schreiben. So, gut. Bestätigen. Export. Okay. Jetzt kann da auch nichts mehr passieren. Gut, wir haben schon fast alles grün. Es fehlt eigentlich nur noch die Temperatur hier. 160 Grad, gut. Und die Temperatur hier, 50 Grad, ja, es kommt langsam mit sachten Schritten, kommt es langsam Richtung gut. Und 11 Grad Celsius, das ist gut. Okay. Wenn wir jetzt hier eine ordentliche Atmosphäre drin hätten, würde das mit den Passivlüftern noch besser funktionieren. So, gut. Dann haben wir den Quatsch schon gemacht. Okay. Ich glaube, das Thema Wasser, wir speichern mal.
Thema Wasser haben wir jetzt abgehakt, hä? Also die, das jetzt korrigiert, hä? Sind unsere Codes sauber und rein? Ich möchte kurz wissen. Ob ich das hier doch noch machen kann. Edit. Ah, nicht du. Warte mal. Ah, ja, genau. Du bist ja Code 1, gell? Ja. Bibliothek. Eins bestätigen. So muss ich das hier drin haben. Gut, jetzt haben wir alle dreimal extern gespeichert. Ich hoffe, dass das ein genügendes Backup für uns ist. So, bestätigen. So, gut. Wir haben ja dann schon noch einiges zu tun hier. Es gibt, glaube ich, schon noch drei Folgen, vier Folgen. Bestätigen. So, ich möchte nochmals eins, eins exportieren wir. Gut, okay. Wir wollen mal die Steuerung 2 nochmals anschauen. Ob uns da jetzt gerade noch etwas Genehmes entgegenhüpft. Wir haben ja das kleine Problem mit dem Ausschalten. Und wir haben ja immer den hier. Doof, weil wenn wir jetzt hier sagen, gut, nur ein Pascal oder theoretisch. Die andere Maschine schaltet sich rein, saugt es leer, schaltet sich aus. Schaltet sich rein, saugt es leer, schaltet sich aus. Und die anderen kommen nie zum Zug. Dann wäre es auch eine Frage der Zeit, bis das Rohr platzt. Hä? Wir müssen hier bei der ersten Maschine ist das Problem T-Max. Ja gut, früher oder später hat es sich so runtergekühlt und es saugt sich leer. Wir lassen es, wir lassen es. Max T, was haben wir denn Max T? Das sind 35 Grad, hä? 45 Grad. Warte mal, ich hab hier. Das zeigt man aus, Dings bin ich. 55 Grad. Nein, 35 Grad. Ja, wir wollen eigentlich nicht heißer, weil sonst überfordern wir die Passivkühlung hier drin. Das wollen wir eigentlich nicht. Wir wollen ja nicht immer die Tanks heizen. Wir wollen ja. Also, das wäre 45 Celsius, hä? Bestätigen. Ja, wir kriegen es nicht gebacken. Wir kriegen es eindeutig nicht gebacken. Bestätigen. Export. Ist auf dem Chip gespeichert. Gut. Okay. So. Wir haben das, 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 das. Wir haben das noch nicht gelöst. Gut, was ist, wenn wir die Displays alle eine Reihe runternehmen? Was ist, wenn wir die Displays alle eine Reihe runternehmen? Also wir nehmen mal kurz den Rahmen hier raus. Dann sehen wir wenigstens die Kabel. Kleine Frage. Das sind mir jetzt gerade noch Wunder. Strukturen. Gibt es da etwas, was uns
Ja, nur das Fenster, hä? Und Schraffur. Es wäre cool, wenn es so Paneelen gäbe, damit wir die Clips noch sehen. Wisst ihr, was ich meine? Dass es so groß ist, dass die Clips noch gezeigt werden. Aber nicht so groß, dass man den Rest sieht, sondern nur die Clips. Ah, sonst machen wir auf dem Boden drüber. Gut ist. Sind sie halt eingepackt. Okay. Wir können die. Wir nehmen mal den weg hier. Ich kann nicht. Ah, der hat kein Power, hä? Meine Güte. Alles. Tutti quanti. Alles muss man immer schauen. So. Gut. Nehmen wir das Display weg. Als drei Stück. Und den Dingern. Da geht nichts runter, gell? Na, schneide ich wieder Zeugs ab und dann habe ich wieder ein riesen Theater. Wenn jetzt der gerade im falschen Moment anspringt, den kann man hier rein. So. So, einfach mal so auf die Schnelle. Und jetzt machen wir. Display Z. Ich mach so. Und das nennt sich Z. Jetzt schauen wir mal, ob wir da alles richtig gemacht haben. Ja. Gut. Dann können wir so alle umziehen. Hä? Und dann schreiben wir es danach an. Wo ist jetzt meine Zange? Ach, da ist sie. Gut. Wir nehmen mal alle raus. Dann, wo ist die Zange? Gut. Da haben wir. Den können wir auch mal demontieren. Hier ist eine Leiter im Weg. Ich krieg die Krise. Krieg die Krise. Ich krieg die Krise. Wieso muss hier eine Leiter im Weg sein? Gut, ich möchte was anderes ausprobieren. Wenn der auf dem Kopf steht und das Kabel kommt von oben. Das muss gehen.
Das muss gehen. Gut. Was gibt es denn hier für Werte? Ich habe wieder das Style laufen lassen. Jetzt habe ich wieder die Hälfte Akku gebraucht. So. Wir haben Power, Mode, Error, Setting. Modus wäre mit Chromaschellen on, Color. Error. Wir können es tatsächlich nicht auf den Kopf drehen, den Schriftzug. Spinne ich jetzt oder was? Ich drehe es mal ab. Ich drehe durch, ich sag's euch, ich drehe durch. Es gibt nichts wie aber Color, das ist die Farbe. Required Power 50. Boah, was ist das? Wo können wir rausfinden, was das bedeutet? Warte, wir machen mal LED. Hä? Die kleine. Also. Referenz. Müssen wert sein, wo wir auch beschreiben können. Also on können wir beschreiben. Gut. Mode können wir beschreiben. Das wäre, glaube ich, es gibt wirklich nichts. Wir können die Zahl nicht drehen. Ich glaube es ja nicht. Okay. Wenn wir jetzt, warte, wir haben ja noch einen. Suchen wir mal unser Glück. Ausschalten. Ah, das wäre auch noch interessant, dass sich das Ding automatisch ausschaltet. Das kriegen wir sicher hin. So. Hier können wir es nicht setzen wegen der Leiter. Also ist das wieder eine schlechte Idee. Hä? Schon komisch. Hier möchte ich es nicht setzen. Gut. Jetzt probieren wir mal mit der unser Glück. Was gibt es denn da für verschiedene? Es gibt einfach zwei, klein und groß. So, warte, ich setze mal hier. Da hat es nicht ein Kabel in der Ecke. Das ist jetzt wieder so eine Sache. Da, da, da. Scheiße. Was ist? Brauchen wir da draußen die Leiter? Warte, wir schauen mal. Dann muss halt die Leiter weg. Wohin können wir die Leiter packen? Warte. Ist sie überhaupt noch sinnvoll hier? Ja, wir kommen jetzt immer noch hoch hier. Hier vor die Fenster will ich so oder so nicht. Hier können wir nicht. Also wir müssen schon hoch können, falls mal das Jetpack am Arsch ist. Müssen wir hier oben. Ja, es funktioniert eh nicht so richtig. Müssen wir hier oben die zum Rechten schauen, hä? Wir können aber auch hier hoch. Ist auch mäßig spannend. Scheiße, ich will nicht so lange jetzt hier rumfigurieren. Leiter, Leiter, Leiter. Ich bin am Überlegen. Ja. Wir lassen es so, wie es war. Vielleicht kommt ja irgendwann mal ins Spiel etwas, was uns da zufriedenstellt.
In irgendeiner Hinsicht, hä? So. Die müssen noch weg. So. Der ist gerade auf off, ja, gut. So. Den können wir auch dem Fall wegen der Leiter hier nicht hinpatschen, gell? Nein. Wieso können wir den hier hinpatschen? Ist so komisch. Ist so komisch. Gut, wir machen jetzt einfach die Kabel, wie sie waren, ne? Und dann machen wir einfach. Ich habe nämlich eine Idee. Und wir machen jetzt einfach hier ein Schild her. Und jetzt müssen wir mit dem, hä? Okay. Zeichen einmal eins. Was heißt denn das? Steht auf dem Kopf. Brechstange. So. Also. Wir machen es so. Also, von 0,6 bis Bar. Violett Filter leer, bestätigen. Es passt gerade rein. Okay, was ist, wenn wir mehr texten? Anzeige. Oh. Schrägstrich 6000. Bitte. Gut, wenigstens haben wir es für die Nachwelt hinterlassen. So, gut, sorry. Das ist der Wahnsinn. Das ist ein Wahnsinnsprojekt. Ich sag's so. Gut, wir speichern. So, wir müssen die noch einschalten.
Ah, scheiße. Wir müssen die noch verkabeln. Ja. Komm schon. Knopf. Jetzt. Und du auch. Gut, wunderbar. So, lassen wir es so. Dann ist halt da eine Anzeige. Gut, speichern. Okay. Was haben wir noch zu tun? Jetzt müssen wir kurz nachschauen. Das mit dem Wasser haben wir korrigiert und kontrolliert. Das sollte jetzt gut sein. Jetzt haben wir noch Kondensator einrichten, haben wir auch gemacht. Eine kleine Liste. Wasser. Das ist gut. Wir haben jetzt noch zwei Themen hier drin. Und dann haben wir es eigentlich geschafft. Gut. Wir werden uns nächstes Mal um die Notabgasung kümmern. Hä? Gut, und in der Zwischenzeit gehe ich duschen. So, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.